Was ist das für ein lappenhaftes Battle-Turnier? Verpiss dich aus Köln, das ist unser Revier. Du bist ein Lappen, yo, das sagen wir, um es kurz zu fassen, verpiss dich von hier. Wie man sieht, hat sich die Reimqualität nicht sonderlich geändert seitdem. Dass ich so eine gewisse Arroganz aus Trotzreaktion quasi entwickelt habe und mir dann schon gedacht habe, zu der Frage, ob es halt gerechtfertigt ist, weil ich mir ja schon die Videos angeschaut habe so, und ich bin ja nicht komplett auf den Kopf gefallen. Vielleicht würde sich Cassius dadurch getriggert fühlen und haben das auch quasi jetzt nicht direkt mit ihm abgesprochen, aber das war ja, glaube ich, sogar durch dich, dass wir dich gefragt haben und du ihn gefragt hast und er so weiter von wegen, ey, macht, was ihr wollt. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Top der Talkover. Heute mit Triple zu dem Beat. Einen wunderschönen guten Tag. Tja, sind euch wohl die Fame-Gäste ausgegangen, dass ich heute hier bin. Aber ich bedanke mich für die Einladung. Ich bin sehr froh, hier zu sein. So, wir kennen uns ja schon lange. Und let's go. Ja, man kann ja jetzt nicht jede Woche ein Flair-Interview droppen. Ja, deswegen muss auch mal der Triple herhalten. Und uns gingen tatsächlich die Gäste aus und du bist in Berlin. Und deswegen notgedrungen habe ich dann. Die Gunst der Stunde genutzt, so genau. Ja, also herzlich willkommen. Ich habe gerade gesagt Berlin, aber du bist ja nicht ursprünglich aus Berlin, denn du bist wie ich zugezogen. Warum bist du zugezogen? Tja, ist eine sehr, sehr gute Frage. Das Ding ist, ich bin ja damals in Köln groß geworden, was ja auch an sich eine Großstadt ist, ziemlich nice. Und ich hätte jetzt auch nicht unbedingt gedacht, so zu meiner Abi-Zeit oder so, dass ich da jetzt groß rausziehen möchte oder so. Nur kurz nach dem Abi war es dann so, dass ich jetzt durch TTT, beziehungsweise damals noch Rapper Mittwoch und ja, auch anderen privaten Stuff halt häufiger nach Berlin gekommen bin, so die Stadt ziemlich geil fand so und irgendwie mich, kennst du ja wahrscheinlich auch, irgendwie so heimisch gefühlt habe, beziehungsweise irgendwie mir so dachte, okay, krass, irgendwie ist es so ein bekanntes Gefühl, aber gleichzeitig irgendwie was ganz anderes so. Und ich meine, als Touri exotisiert man das ja so krass so und I don't know, dann konnte ich das ganz gut mit meinem Studium kombinieren und dachte mir, okay, ich habe jetzt die Kohle so, dass ich so ein paar Monate erstmal chillen kann, komm, dann ziehe ich mal nach Berlin und ja, schau mal, wohin die Reise geht. Und mittlerweile sind es dann 3 Jahre bei mir, also ich glaube, ein bisschen kürzer als bei dir, ne? Bei mir sind es 3 Jahre am 15.02. Am 13.02. gewesen, diesen Jahres. Okay, okay, fast pünktlich zum Valentinstag dann. Okay, nice. Und wann bist du nach Berlin gekommen? Weißt du das Datum noch? Das war im Oktober 2019 tatsächlich. Also bin ich tatsächlich sogar noch ein bisschen länger so, also so 3, 3,5 Jahre. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Also jeder, der die Möglichkeit hat, so in seinen Anfang mit 20er her zu kommen, so, also für die Zeit lohnt es sich. Nicht unbedingt, um Kinder großzuziehen, glaube ich. Ich glaube, da gibt es angemessenere Städte so, aber ja, für die Zeit ist natürlich sehr nice, wenn man ein bisschen was erleben will, so öfters die Möglichkeit hat, rauszugehen etc. Man kann es aber auch mit Ende 20 machen, ja. Wenn man Business-Kontakte aufbauen will, Karriere aufbauen will oder wenn man anfangen will, eine Interviewreihe zu starten, dann lohnt sich Berlin auf jeden Fall auch. Denn das hat ja funktioniert. Ja. Du meintest aber gerade so durch Rapper Mittwoch und damals noch so bist dann öfters nach Berlin gekommen. Was war der erste Gedanke, zu Rapper Mittwoch zu gehen und wann warst du das erste Mal da? Also, das allererste Mal da war ich im Januar 2016. Da war Ram in Bochum, weiß ich noch. Damals habe ich aber jetzt nicht mitgemacht. Ich konnte damals auch nicht wirklich routiniert freestylen. Und ich wollte mir das Ganze einfach mal live anschauen. Ich dachte mir, ey, ist in NRW, ist nicht so weit von Köln. So bin ich tatsächlich damals auch alleine hingefahren, so allein zurückgefahren. Aber war auf jeden Fall ein sehr lohnenswerter Abend, da auch das BMCL gehabt, Beisam gegen George Minas. Okay, nicht übel. Genau, mir das halt reingezogen, sehr nice Show gewesen. Und ja, das erste Mal so richtig mitgemacht habe ich dann im November 2016, wo Ram nach Köln gegangen ist, damals noch in der Quali rausgeschieden so, aber ja, das waren so die ersten Male so. Du hast ja noch gefragt, wann ich so überlegt habe, das erste Mal mitzumachen. Das war, ich glaube, so 2013 ungefähr, habe ich so die ersten
das erste Mal so richtig intensiv RAM-Videos geschaut, damals zu Atzenkalle. Da kam ja auch, glaube ich, relativ frisch, das legendäre Ding zwischen Last Unlimited und Drop Dynamic raus. Und ich muss sagen, ich hatte damals so gar nicht wirklich so ein Gefühl dafür, okay, was ist eigentlich Freestyle, was ist eigentlich geschriebene Texte. Ich dachte damals bei Atzenkalle, der Freestyle das irgendwie die ganze Zeit und so. Und hatte selber auch nicht wirklich so ein Verständnis dafür. Aber ich dachte mir da eigentlich schon, ey, wäre eigentlich cool, irgendwann mal da so auf der Bühne zu stehen und mitzumachen. Und ja, damals war es dann schon noch relativ weit entfernt. Man kann es halt nur so von YouTube, so dachte ich, okay, wow. Und genau, da war schon der Traum irgendwie da, aber damals hielt ich das jetzt nicht unbedingt für so krass realistisch. Aber naja, wie man sieht, ist dann trotzdem noch ein bisschen was draus geworden. Weißt du noch, wie du auf Rapper Mittwoch aufmerksam wurdest? Wurde dir das einfach auf YouTube vorgeschlagen oder gab es Freunde, die dich darauf aufmerksam gemacht haben? Teils. Also, zur Atzenkalle muss ich sagen, ich kannte ihn tatsächlich aus so ein paar VBT-JBB-Videos, weil ich tatsächlich eher so um die Zeit 2012, Anfang 2013 rum sehr, sehr viel so VBT-JBB, VBT-Splash und wie diese ganzen Sachen auch heißen, geschaut habe. Ich glaube, das haben ja auch sehr viele aus unserer Generation geschaut und dadurch bin ich eigentlich so wirklich zu Battle Rap gekommen. Und Atzenkalle hatte dann irgendwie ein paar Outros so bei Fortune, beim Asiaten, bei Battle Boy Basti, dann so A Cappella Parts eingerappt so und dann dachte ich mir, ah, okay, interessant, hab den halt erstmal geschaut. Später, ich hatte damals einen Kollegen aus der Schule, der mir auch so gesagt hat, ey, weil er halt auch wusste, dass ich selber so ein bisschen rappe, dass ich dieses ganze Stuff verfolge, meint so, ey, schau dir mal so mehr Rapper Mittwoch an, hat mir so ein paar Sachen empfohlen, auch dieses Last-Ding so. Und ja, da kam ich eigentlich drauf. Und da habe ich eine Zeit lang, ich wirklich jahrelang fast jedes Video geschaut, jede Battlemania. Und ja, ab da fing es halt an, immer intensiver zu werden eigentlich. Dass ich dann auch die alten Sachen nochmal geschaut habe. So hier die zigtausend Finals mit Tierstar gegen hier Gia und Fisek und The Drop und so. Genau. Und du hast zu diesem Zeitpunkt schon selbst gerappt. Was für ein Rap war das und welche Texte hast du geschrieben? Also soll ich dir meinen ersten Vierzeiler mal so vorrappen, wenn ich den noch hinbekomme? Also das war im Rahmen von so einem kleineren Battle-Turnier, also die Videos gibt es auch nicht online. Das hat ein Kollege von meinem besten Freund damals organisiert. Und das war so ein Channel mit 200 Abonnenten oder so. Da war so ein Turnier mit 16 Leuten, die da so im K.O.-Modus gegeneinander angetreten sind. Und da haben wir als Team uns da qualifiziert. Und ich glaube, die ersten Zeilen waren irgendwie, was ist das für ein lappenhaftes Battle-Turnier? Verpiss dich aus Köln, das ist unser Revier. Du bist ein Lappen, yo, das sagen wir, um es kurz zu fassen. Verpiss dich von hier. Wie man sieht, hat sich die Reimqualität nicht sonderlich geändert seitdem. Genau, aber das waren so die Anfänge. Es hat halt einfach Bock gemacht zu schreiben. Es hat Bock gemacht, so dieses, ja, dieses Asoziale, was ja eigentlich nicht unbedingt so in meinem Alltagssprachgebrauch drin war, irgendwo rauszulassen. Es war ein nice Ventil. Und irgendwie war es so die Kombination einerseits, weil ich habe als Kind sehr, sehr gern gesungen, so bis zum Stimmbruch, danach eher nicht mehr so. Und habe eigentlich schon immer, seitdem ich denken kann, irgendwie gern Gedichte geschrieben. Und Rap war irgendwie für mich so diese nice Mischform aus, okay, einerseits Poesie, einerseits, andererseits so diese Musikalität, das irgendwie zu verbinden. Und wie schon gesagt, das war für mich halt am Anfang so ein kreatives Ventil. Und genau, dann ging es erstmal einfach nur darum, so auf dem Beat Text zu verfassen. Damals konnte ich jetzt auch so Sachen wie Doppelreime oder so gar nicht, wusste gar nicht, was es ist, so. Aber ja, so fing es halt an, so sehr blauäugig und naiv. Und mit der Zeit hat man sich dann natürlich auch ein bisschen mehr mit der Materie befasst, so versucht, ein bisschen komplexere Texte zu schreiben, versucht auch mal so ein bisschen Flow-Variation reinzubringen, ein bisschen Double-Time, dies, das. Und ja, hat sich dann so ein bisschen über die Jahre entwickelt. Ja, interessant auf jeden Fall. Und was für Musik hast du da privat gehört? War das dann auch nur VBT-Sachen, so Fortune, Asien und so weiter? Privatmusik. Tatsächlich muss ich sagen, ich habe sehr viel und höre auch bis heute sehr viel von diesen ja, klassischen Rockbands, die man halt eigentlich immer so gehört hat als Jugendlicher. Also Nickelback, Green Day, Linkin Park.
von den Ami-Sachen, so Jay-Z, Eminem. So Leute wie Nas, Biggie, Tupac habe ich erst dann so mit 18, 19 so richtig für mich entdeckt, so wo ich auch ein bisschen besser Englisch konnte und das Ganze eher so nachvollziehen konnte und das Interesse für so Oldschool-Rap auch mehr da war. Genau, also eigentlich so richtig Mainstream-Mucke, so BMW noch, also hier Bushido, Flair und K, von den deutschen Sachen viel Kollegah, tatsächlich zu dem Zeitpunkt, einfach weil seine Mucke ja auch sehr in diese Battle-lastige ging und ich halt auch die Wortspiele ziemlich cool fand. Und ja, ansonsten halt eigentlich das, was mehr oder weniger gerade in war. Also ich muss sagen, so mein Musikgeschmack und so mein Wille, auch mal so nach den Diamanten zu suchen, die jetzt nicht jeder hört, hat sich dann auch so erst so 17, 18, 19 entwickelt. Okay, und 2016 meintest du, warst du dann das erste Mal bei Rapper Mittwoch. Und im Januar, am 20. Januar, warst du ja dann in Bochum. Und dann bist du ja dann. Ich kenne einfach genau das Datum, aber okay. Bin ich von dir gewohnt. Und dann ein halbes Jahr später oder so bist du ja dann nach Köln gegangen und hast da nicht getraut, auf die Bühne zu gehen. Genau. Was war das für ein Gefühl, das erste Mal vor dieser Menge im Gloria-Theater zu stehen? Ey, boah, ich muss mich jetzt so hart zurückerinnern, weil so das allererste Mal war, glaube ich, so meine Empfindung, so okay. Krass, wie heiß es hier auf der Bühne ist. Das weiß ich noch so. Weil das Ding ist, die Aufregung war, glaube ich, tatsächlich größer, als ich noch in der Crowd war und auf die Bühne gegangen bin. Weil du kennst ja selber, so die Lichter sind auf dich gerichtet, das Publikum ist eher verdunkelt. Das heißt, du nimmst die Masse halt irgendwie wahr, aber dadurch, dass du halt auf dieser Bühne bist und dir dieser Spotlight gegeben wird, finde ich, gibt dir das auch so eine gewisse minimale Sicherheit. Verstehst du, was ich meine? Und genau, und ich dachte mir eigentlich so, okay, krass, wie hell das hier ist, krass, wie laut das hier ist und krass, wie heiß das hier eigentlich ist. Ich habe mich so totes weggeschwitzt, so deswegen. Das waren eigentlich so meine ersten Erfindungen so auf der Bühne. Aber klar, so dieses Gefühl, so, ne, DJ Pete macht den Beat an, so du kannst so in Text, den du dir so in deinem Kinderzimmer aufgeschrieben hast, auf einmal so vortragen vor mehreren hundert Leuten, das ist halt. Ist dann in dem Moment halt schon so ein Adrenalinrausch und noch größerer ist es dann, wenn du zum Beispiel a cappella eine Punchline kickst, dir so überlegst, ah, okay, das finde ich lustig, ah, könnte das ankommen, vielleicht ja, vielleicht nicht. Und dann die Menge so jubelt, auch wenn es ein kleiner Jubler ist, so dieses erste Mal, das ist dann schon wie so eine Heroinnadel, die du dir dann so in den Arm steckst. So, dann, ist schon so ein Gefühl, was man genießt und was man dann möglichst oft und wiederholt haben will. Ja, bis die Heroinnadel gezündet wurde und sie high gemacht hat, war es ja ein längerer Weg. Du bist ja dann in der Qualifikation rausgeflogen. Und wie ging es danach weiter? Hattest du dann einfach Bock, das noch mehr zu machen? War es dann wirklich wie Heroin und du warst süchtig? Genau, also die ersten Heroinnadeln kamen dann erst, als ich nach Berlin gezogen bin. So. Nee, aber tatsächlich war es damals so, dass ich viermal in Folge tatsächlich in der Quali rausgeflogen bin, weiß ich noch. Das war dann zwischen November und Februar die Shows. Bin ich, lass ich mal kurz zusammenkriegen, einmal Köln, Frankfurt, Dortmund und dann Hamburg gewesen. Und es war dann schon irgendwo ein Dämpfer. Auf der anderen Seite, damals wurden ja die Qualis immer auf Facebook hochgeladen, habe ich dann so gesehen, dass ich zumindest in zwei von den vier Qualis, während ich halt so meine A Cappella Lines gerappt habe, mittlerweile ist ja die Quali on Beat, glaube ich, dass ich schon eigentlich so mit die meiste Reaction währenddessen bekommen habe, aber dann in der Abstimmung weiter hinten lag. Was einerseits natürlich irgendwo kacke ist, wenn man sich halt so denkt, ey, so, ne, ihr feiert während ich rap, warum stimmt ihr nicht für mich ab? Auf der anderen Seite dachte ich mir, okay, so ein minimaler Skill ist ja quasi dann irgendwo da und die Möglichkeit reinzukommen. Und genau, dann war es ja so, dass ich eine Show ausgesetzt habe, weil dann gab es irgendwie eine Show in Wien im März 2017 dann. Und ich dann so von allen Seiten gehört habe, hey, du wärst da safe durch die Quali gekommen, die war mega easy. Also ne, no disrespect an Wien, ihr wart hier das erste Mal einfach da. Da war wahrscheinlich die Base an Rapper nicht so groß, nicht so viele Leute aus Deutschland sind gekommen. Ne?
Aber dann dachte ich mir, okay, so dann trete ich das nächste Mal wieder in der Quali an, zum fünften Mal, und dann hat es auch tatsächlich funktioniert. Das war dann in München? Nee, das war dann tatsächlich in Köln war das, genau. Das war wieder im Gloria-Theater halt, ne? Und das ist natürlich cool, in der eigenen Heimatstadt dann nochmal so ein bisschen aufzutrumpfen. Und ich weiß noch, damals war es so, ich war nicht so krass vorbereitet. So, jetzt hält es mir wieder ein. Ich hatte da auch nur, glaube ich, einen A-Cappella-Part. Deswegen ist auch gut, dass ich im Halbfinale quasi rausgeflogen bin eigentlich gegen Jizzy, weil ich hätte keine zwei A-Cappella-Parts fürs Finale gehabt. Und ich hatte nicht wirklich Quali-Lines. Aber dann so, ne, man kann es Schicksal nennen, man kann es Zufall nennen, je nachdem, wer an was glaubt. Weiß ich noch, dass ich an diesem Abend am Kölner Hauptbahnhof oder so war, und dann gab es halt so diese Werbeanzeigen, die halt immer so sliden. Also da kommt die eine, dann kommt die nächste. Und da stand irgendwie Bayern 2, Real 4, Neuer für 8 Wochen verletzt. So. Und die Punchline, die sich da draus ergeben hat, hat sich eigentlich so von selber geschrieben, so von wegen, deine Mutter kriegt 4 Dinger rein und ist dann für 8 Wochen verletzt, wie Manuel Neuer so. Und die ist auch ziemlich gut angekommen. So. Und das war dann eigentlich, glaube ich, das erste Mal, dass die Crowd mal wirklich so ausgerastet ist bei mir. Das war dann die erste, ne, der erste goldene Schuss, sage ich mal. Und genau. Und da kam ich dann eigentlich auch durch die Quali rein, kam so ins Halbfinale. Und wen war die Vorrunde? Weißt du das noch? Ja, CM Funk war das. Genau, genau. Und die Vorrunde lief auch ziemlich gut. So, ich hatte, glaube ich, damals gab es ja so 3x8 Zeilen. Ich hatte, glaube ich, in jedem 8-Zeiler so 1, 2 gute Punches dabei. Kam dann ins Halbfinale und habe dann tatsächlich auch Tiesto und Johnny so weit überzeugt, dass ich ab da auch nie wieder in die Quali musste. Also war für mich ein ziemlich schöner, erfolgreicher Abend, auch wenn es dann im Halbfinale Schluss war. Und genau, ab dann hat es eigentlich so angefangen, richtig Bock zu machen. Weil klar, es ist, ich kann auch Leute verstehen und gut nachfühlen, wenn die jetzt mehrmals in die Quali kommen, dann immer rausfliegen oder vielleicht mal im Turnier waren, dann wieder in die Quali müssen. Das ist dann schon irgendwie uncool so, weil, naja, man bereitet sich halt vor, man macht sich viele Gedanken, und wenn es dann am Ende nicht mal fürs Turnier reicht, ist dann natürlich uncool so, aber ja, ab dann ging der Weg eigentlich relativ einfach. Ja, du bist ja dann in Köln gegen Jizzy im Halbfinale rausgeflogen. Das war dann das Legendäre von Jizzy, wo er gemacht hat Triple Beat, erstmal weniger Chili Cheese, da spielt der Beat von DJ Pete, weil du ihn ja davor, glaube ich, angesprochen hast, Jizzy kommt wieder mit seinen vorgeschriebenen Lines, und hat er das damit gekontert, Triple Beat, erst weniger Chili Cheese, was ist daran vorgeschrieben? Und dann ging es wie weiter nach Köln? War da dann schon wieder Hamburg oder welche Battlemania war dann? Also danach gab es die Battlemania in München, wo ich dann tatsächlich in der Vorrunde, ich weiß nicht mehr, wie der Gegner hieß, aber es war auf jeden Fall ein sehr junger, so ein 16-Jähriger, rausgeflogen bin, wo ich dann auch so eine Line abbekommen habe mit irgendwie, was hast du geschafft, du hast nicht mal Augenbrauen oder so, die kam dann irgendwie ganz gut an. Ja, genau. Der hat dann im Halbfinale gegen Fesers eigentlich auch noch ziemlich stabil dagegen gehalten, das war das, glaube ich, der da einen ziemlichen Hype ausgelöst hatte und auch ziemlich viele Freunde dabei hatte. Ach so, ja, okay. Also wie ich mich erinnern kann, war es dann auch eine verdiente Niederlage. Dann gab es eine Show in Berlin, die, nee, es war jetzt nicht direkt eine All-Star-Show oder so, aber da gab es auch so 1, 2 größere Namen, und dann bin ich gegen Mighty P, glaube ich, im Halbfinale rausgeflogen, genau. Und dann kam halt die nächste Saison, und die erste Show war dann diese Hamburg-Show, genau. Ja, stimmt, das war dieser Saisonabschluss an dem Tag, wo Cynic gegen Mighty das erste Mal war. Und Mighty hatte da zu dir irgendwie gesagt, ja, ich bin der letzte Überlebende aus dem Calabash. Und dann hast du irgendwie gekontert, Calabash will dich tot sehen. Ja, ja, und die Leute haben es, glaube ich, damals so aufgefasst, dass ich dachte, dass Calabash eine Person ist oder so, obwohl ich natürlich wusste, dass es der Club ist. Und das war, glaube ich, auch das erste Mal, dass man sieht es auch an meiner Performance da, dass ich so, ne, so überperformt habe, mir so dachte, so, ja, Mann, so, das ist jetzt so eine Killerline, die den komplett killt. Ich schaue in die Crowd, keiner. So, ja, Grillenzirpen. So, gut, dass es ein Beat gab, so, da, es gab so dieses Grillengeräusch. Nee, aber ohne Spaß,
Das sind dann Momente, die natürlich auch auf der Bühne irgendwo abfacken, aber im Nachhinein dann schon ganz lustig sind und an denen man natürlich auch wächst, weil man dann so besser differenzieren kann zwischen, okay, das ist vielleicht in einer Millisekunde im Kopf ganz nice, so, aber um eine wirklich treffendere und bessere Punchline zu bringen, muss man dann schon entweder eine Ecke weiterdenken oder halt stumpf sein, aber trotzdem irgendwie lustig und den Moment catchen. Ja, auf jeden Fall. Das war so dann einer deiner ersten Cringe-Momente, würdest du sagen. Weil, also an diesem Abend hast du so oft gesagt, es ist Triple zu dem Beat. So, ja. Und darüber hat sich Sever auf jeden Fall den ganzen Abend noch lustig gemacht mit Lum, weil wir waren danach ja noch unterwegs. Sever, du, Lum, ich weiß nicht, wer noch dabei war. Ja, ich glaube, wir waren tatsächlich zu viert damals. Aber genau, war schon ein funny Abend, so. Sever hat mich schon gut aufgezogen, wobei der dann auch in einem Vierzeiler 15 Mal Digger gesagt hat, so. Aber, ja, stimmt, dieses Triple zu dem Beat ist auch wirklich eine Sache, die sehr, sehr, sehr lange gebraucht hat, bis ich mir das abgewöhnt habe. Tatsächlich ist ja auch das Ding so, dass ich mir ja irgendwo so gedacht habe, so, okay, ich nenne mich jetzt einfach Triple, weil, ey, jeder nennt mich auf Events Triple, so, ich finde Triple Beat ist ein bisschen zu lang und die Speed irgendwie unnötig. Aber ich habe mir tatsächlich so lange Zeit genommen, bis ich halt aus meinem Freestyle dieses S-Triple zu dem Beat so als, ja, so Phrase, die ich dann alle 3-4 Zeilen irgendwie gekickt habe, so weg hatte. Und erst, als ich so komplett gestrichen habe, dachte ich mir, okay, jetzt reicht das, jetzt kann ich mich Triple nennen. Aber was ist ein dreifacher Beat? Ein dreifacher Beat, ja, sehr interessant so, weil ich hatte damals so eine Technik, ich habe so 3 Beats angemacht, einmal so Drill, einmal Trap, einmal so Boom Bap, Oldschool so und dann versucht auf allen synchron zu rappen, so. Hat am Ende nicht so geklappt, deswegen halt irgendwann den Beat rausgestrichen. Nee, ernsthaft, wie kamst du auf Triple Beat? Ey, ich bin ehrlich, ich weiß es wirklich nicht. Ich war 15, ich war jung und brauchte das Geld. Ich ich brauchte halt einen MC-Namen, weil wir ja damals mit meinem besten Freund bei diesem Turnier mitgemacht haben, von dem ich erzählt habe. Und ey, ich habe dann halt einfach so überlegt, dachte mir, okay, ich wollte irgendwie was mit einer Zahl haben und dann irgendwas Englisches. Und dann irgendwie kam ich auf Triple Beat und dachte mir, okay, so behalte ich im Hinterkopf, aber ich überlege mir, ob ich noch was anderes finde. Und dann hatte ich immer wieder irgendwelche anderen Ideen, so, aber dann kam ich im Endeffekt drauf, okay, irgendwie bleibe ich bei Triple Beat hängen, deswegen komm, wirst halt Triple Beat. Ja, okay, dann hätten wir das auch geklärt. Das wurde ich nämlich das öftere Mal gefragt, was ist Triple Beat eigentlich für ein Name? Glaub mir, ich auch sehr, sehr oft so. Aber Triple ist cool so, ich mag Triple, deswegen. Triple ist auf jeden Fall schon besser, damit kann man dich auch in Verbindung setzen. Aber wir waren ja gerade bei dem Cringe-Moment gegen Mighty P und davor waren ja auch irgendwie welche und irgendwie wurdest du ja von den YouTube-Kommentaren auch nicht wirklich ernst genommen. Es hieß immer wieder, Hauptsache Triple Beat ist da. Das war so das Top-Kommentar damals. Und es gab auch viele Leute, die bis heute so dich als Cringe-Faktor benutzen. So. Wie geht's dir damit und was war das damals für ein Gefühl? Und sagst du, das war damals gerechtfertigt? Warst du so schlecht? Oh, also ist eine vielschichtige Frage. Also fangen wir mal so an. Das Positive daran war ja, dass immer wenn ich jetzt bei Events war, ich eigentlich nie wirklich damit konfrontiert oder angesprochen oder jetzt ausgebuht wurde oder irgendwie Leute aus dem Publikum da was gesagt haben. Im Gegenteil, so, alle waren halt mega nett, so wollten ne, ab und zu auch mal ein Foto, ansonsten einfach so gesagt, ey, cool, was du machst, dies, das, mach weiter so. Und das meiste davon fand ja eigentlich nur größtenteils halt im Internet statt, bis halt irgendwann Leute natürlich das in Battles aufgegriffen haben. Und da ich schon die Erfahrung gemacht habe mit diesem einen Mini-Battle-Turnier und da war es wirklich cringe, weil ne, da waren auch zum Teil Leute, die frisch erwachsen geworden sind, waren auch Leute, die so 15, 16 waren, aber da gab es auch so hart viele Leute, die dann so 12, 13, 14 haben und sich dann gegenseitig so unter ihren Videos so gedisst haben und so beleidigt, so wo ich eigentlich, ein guter Freund hat damals gesagt, so, man füttert keine Trolle, so. Also in dem Sinne, man checkt dem keine Beachtung, man kommentiert jetzt auch nicht irgendwie, wenn jemand irgendwas schreibt, so, ey, du hast keine Ahnung, du Hurensohn oder so, weil genau, was im Internet stattfindet, in der YouTube-Kommentarsektion, das
juckt im Endeffekt nicht und meistens sind es auch nicht die Leute, die live bei einem Event sind. Oder die sind halt da, ne, aber halten halt dort die Fresse. Ich muss sagen, was es leider mit mir gemacht hat, ist halt, dass ich so eine gewisse Arroganz aus Trotzreaktion quasi entwickelt habe. Und mir dann schon gedacht habe, zu der Frage, ob es halt gerechtfertigt ist, weil ich mir ja schon die Videos angeschaut habe so, und ich bin ja nicht komplett auf den Kopf gefallen. Ich sehe ja so, ah, okay, hieran müsste ich arbeiten, das kann ich nicht so gut. Aber weil ich halt schon fand, dass ich so als Referenz nochmal auf einem ganz anderen Level an Cringiness und an Niveaulosigkeit so gesetzt wurde, dass ich halt echt, ne, jetzt no disrespect, aber mit Leuten wie Amar auf dieselbe Stufe gepackt wurde, dass ich mir dann schon dachte, okay, so, die haben ja keine Ahnung. Und leider dieses Mindset von, ey, lass die labern, die haben keine Ahnung, ich auch bei Leuten hatte, die es vielleicht gut mit mir meinten und mir halt eigentlich einen wertvollen Tipp geben wollten, auch Leute aus der Szene, wo ich dann automatisch so im Kopf diesen Schalter hatte von wegen so, ja, lass den labern so. Wo ich leider, glaube ich, auch einige Jahre lang ein bisschen unsympathisch bei einigen Leuten rübergekommen bin, was ja erstmal auch jetzt nicht wirklich groß schlimm ist. Aber ja, wo ich, glaube ich, schon ein paar Jährchen lang so ein bisschen so eine Lernkurve oder so das Potenzial, so wichtigere Tipps oder konstruktive Kritik daran verpasst habe. Genau, und heute finde ich es eigentlich lustig, wenn es noch jemand macht, weil ich denke mir so, guck mal, ne, nicht so ungut, aber wenn jetzt ein Frozen mich als Negativreferenz nimmt, so, weißt du, ja, ich weiß nicht, das ist, wenn ein Kreisliga-Kicker über jemanden aus der dritten Liga sagt, ah, du bist ja kein Profi oder was weiß ich, so. Das ist auch was ich eben mit Shizu schon besprochen habe. So in dieser Battle-Rap-Bubble halten sich Sachen einfach ewig. So dieses 3-0 Maidi-Ding hat sich halt auch ewig gehalten. 4 Jahre nach dem Battle steht manchmal überall an manchen Kommentaren immer noch 3-0 Maidi. Und so wird auch immer wieder sagen, Hauptsache Triple ist dabei und du wirst immer als negativ Reckon MC betitelt. Nun denn, aber kommen wir weiter in deiner Karriere so, dann wurdest du ja dann am 7. Oktober, glaube ich, war es, in Hamburg Champ, entweder 5. oder 7. Oktober. Weißt du? Ich kenne jetzt nicht mehr das Datum, aber es war ja tatsächlich im Oktober. Ja, genau, das war dann abends, wo auch tatsächlich, und ich zitiere jetzt einen YouTube-Kommentar, alles No-Names außer Native waren. Nee, wo ich schon, wie ich finde, ein ziemlich, ja, solides Battle hatte im Halbfinale gegen Teach, was ich auch nur sehr, sehr knapp für mich entschieden habe. Da habe ich, glaube ich, nee, da habe ich die Textrunde gewonnen, eher die Freestyle-Runde, im A Cappella war es ein Unentschieden. Und dann gab es irgendwie nochmal so 4-Takte-Schlagabtausch, 3-mal, wo Teach dann angefangen hat, ich den Kontervorteil hatte. Und ja, ich eigentlich deswegen auch Champion geworden bin, weil Chrome, den ich dann im Finale hatte, ein sehr starkes Turnier gemacht, ist auch ein sehr guter MC, wie ich finde, aber hat sich halt nicht vorbereitet. Ich hatte ganz okaye Texte so, auch wenn ich die damals schon sehr, sehr schlecht performt habe, so, aber ne, da kann man halt mit Freestyle, wenn man jetzt kein Notice oder GS auch schwer gegenhalten. Genau, deswegen war es eigentlich ein relativ einfaches Turnier, wo ich auch bis heute sagen muss, eigentlich hätte es Teach genauso sehr verdient wie ich. Ich kannte ja auch seine anderen A Cappella-Parts fürs Finale so und ich weiß jetzt nicht, ob wenn wir jetzt im Finale gegeneinander angetreten wären, ob ich jetzt so gegen seine A Cappella-Parts unbedingt gewonnen hätte. Ja, auf jeden Fall war das ja auch die letzte Saison von Rapper Mittwoch zu damaligen Zeitpunkt und man hat ja dann in den YouTube-Kommentaren immer gelesen, es fehlt an relevanten MCs, was ja auch zu diesem damaligen Zeitpunkt, muss man ehrlich sagen, so war. Früher gab es Battlemanias mit Gia, Cynic, Bongtaggy und so weiter. Und dann stehen da in einem Finale ein Chrome und ein Triple Beat sich gegenüber. Das ist schon niveaumäßig was ganz anderes. Und du meintest ja, gerade aus Trotz hast du ja dann diese arrogante Art an den Tag gelegt. Dann bist du ja auch in Köln eine Show später auf die Bühne gekommen, hast gesagt, der Champ ist hier, der Champ ist hier. Ja, tatsächlich, weil genau, es war ja damals so, dass nachdem ich diese Show gewonnen habe,
ich erstmal dann schon so einen leichten Hauch von Euphorie hatte und von wegen, ach krass, ich bin ja jetzt RAM-Champion und so. Und da jetzt auch nicht unbedingt so diese Weitsicht hatte von wegen, ey, so Bro, chill mal, da waren jetzt kein Virus, kein Jizzy, jetzt Bongtaggy, Cynic, Gia und so sowieso nicht dabei. Waren halt größtenteils Newcomer oder Leute, die jetzt nicht so ein krasses Level an Erfahrung oder an Skill mitzubringen. Und ich weiß, damals war das erste und einzige Mal tatsächlich, dass ich dann irgendwie irritiert war von den YouTube-Kommentaren, weil ich irgendwie live bei der Show sehr positives Feedback hatte. Ist ja normal, dass man eine Leistung, wenn man live dabei ist, nochmal ganz anders fühlt und es einem subjektiv besser vorkommt, als wie wenn man es jetzt auf YouTube sieht, meistens zumindest. Und ja, da war es dann tatsächlich so, dass diese Stimmung, weil das war ja schon seit ein, zwei Jahren dann so, dass RAM gefühlt immer mehr so ein bisschen an Qualität und an krassen MCs und herausragenden Leistungen verloren hat. Und ich dann schon irgendwie komisch, sage ich mal, fand, dass es auf einmal von, okay, RAM wird immer schlechter zu, ah, Leute wie Triple B ziehen das Niveau runter. Ja, so der Duktus in den Kommentaren war. Weil ich mir dann schon, hast du dich da gefühlt? Wie schon gesagt, das war das erste und einzige Mal, wo ich wirklich irgendwie, es hat mich jetzt nicht irgendwie emotional getroffen oder so, aber ich war dann schon irgendwie abgefuckt, weil ich mir dachte, ey Leute, also egal wie schlecht die Show war, im Endeffekt sind 10 Leute oder so in der Quali rausgeflogen und ich habe mich in einem Turnier von 8 Leuten gegen 3 durchgesetzt, 7 Leute sind vor mir rausgeflogen. Warum bin ich auf einmal jetzt so das zentrale Thema und warum bin ich jetzt auf einmal so derjenige, der das Niveau so krass runterzieht, obwohl es ja ne, mindestens 7 Leute gab auf dem Abend, die zumindest auf dem Papier schlechter waren. Genau. Aber wie schon gesagt, so, das war dann so diese eine Show der Fall, so, das war dann schon ein Dämpfer und dann kam tatsächlich so diese arrogante Trotzhaltung, mit der ich mir jetzt auch nicht unbedingt Freunde gemacht habe, aber ja, die dann halt einfach kam, so aus diesem Gefühl von, ey, so, was labern die eigentlich hier? Ja, dann warst du auf jeden Fall Champ, bist dann aber im Halbfinale ja rausgeflogen in Köln, dann die Show danach. Und wer Champ ist, darf dann auch irgendwann ein BMCL machen. Und so hast du dann auch dein BMCL gegen Frost 7 bekommen. Wie bist du an diese Aufgabe gegangen und hast du gedacht, boah, das ist schon eine große Aufgabe, die Tierster mir jetzt hier zutraut? Und wie war das Texte schreiben und wie war dann das BMCL im Endeffekt für dich aus heutiger Sicht? Also, wo ich, ja, wo es dann hieß, dass ich dieses BMCL mache, war ich halt schon aufgeregt und es war dann schon, ja, irgendwie so eine Ehre und so der erste Moment, wo ich dann so wirklich so reflektiert habe, so okay, krass, das ist eine Show, die ich früher nur auf YouTube verfolgt habe und mir dachte, okay, das höchste aller Gefühle ist, wenn ich jemals so eine Show gewinne und im BMCL stehen kann und das ist halt jetzt einfach da so. Ich weiß jetzt nicht rückwirkend, ob ich nochmal mit mehr Demut, sage ich mal, mit einer noch strikteren Arbeitsmoral an das Ganze rangegangen wäre, ne, was jetzt keine Ausrede sein soll, ne, aber ich weiß nicht, ob es nochmal anders wäre, wenn ich nochmal einen längeren Weg gehabt hätte zu diesem BMCL, es nicht so früh gehabt hätte, so gesehen, in meiner Live-Battle-Rap-Karriere. Ja, aber ich muss dann schon sagen, das Schreiben hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das Performen dann ein bisschen weniger tatsächlich, weil am Anfang zumindest in der ersten Runde relativ viele Sachen so funktioniert haben, wie ich mir das so erwünscht habe. Aber ich dann einfach während des Battles immer mehr so das Gefühl hatte, okay, ich erzähle den Leuten was, die hören jetzt aber nicht so richtig zu. So, ich versuche jetzt irgendwie so eine Punchline zu konstruieren, die dann irgendwie sich eine halbe Minute lang aufbaut. Aber da kommt nichts. Und der kommt halt mit einem Ding nach dem anderen, was dann zündet. So. Genau, das war dann tatsächlich eine relativ uncoole Erfahrung für mich, aber halt eigentlich, weil ich so von mir selber und von der Leistung enttäuscht war. Und weil ich danach auch nicht wirklich so schnell eine, ja, ein Battle gehabt habe in demselben Rahmen, mit demselben Prestige gegen so einen Gegner. Und ja, das war dann der erste größere Dämpfer, sage ich mal, wo ich
Ja, wo ich es natürlich auch mir selber und der Leistung zuzuschreiben habe. Also da gibt es jetzt auch nichts zu diskutieren mit von wegen, die Kommentare oder die Leute haben mich da anders wahrgenommen. Das war halt einfach kein gutes BMCL. Und ja, ich hatte halt damals, glaube ich, einfach noch nicht die Routine und so den, ja, wie soll ich sagen, das Level an Kreativität, um 3x4 bis 5 Minuten A Cappella gutes Entertainment zu liefern. Naja, zum anderen hättest du dich vielleicht auch besser auf das BMCL konzentrieren können, denn das BMCL war in Düsseldorf samstags und einen Tag davor war Heidelberg, die Battlemania, und du bist einfach auch noch einen Tag davor nach Heidelberg zur Battlemania gefahren, so, was, glaube ich, auch nicht das Schlauste war. Ja, also würde ich im Nachhinein auch anders machen. Wäre jetzt was anderes, wenn die Show in derselben Stadt wäre und ich dann nicht noch so quasi 2 fast schlaflose Nächte hinter mir hätte. Aber tatsächlich war der Gedanke dahinter einfach, ey, ich wollte halt möglichst viele Shows mitnehmen und ja, dass ich halt 5, 6 Tage vor dem Battle meinen Text fertig hatte, noch ein paar Cappella-Parts rumliegen hatte, sowieso ein paar Texte parat hatte, die ich halt rappen konnte und ich mir das eigentlich schon ja zugetraut habe und vielleicht auch so ein bisschen, wenn ich das so jetzt reflektiere, als Trotzreaktion machen wollte, so von wegen so, ihr traut mir nichts zu, komm, ich rasiere erst eine Battlemania, dann rasiere ich BMCL. Hat halt beides semi-funktioniert. Hat ja super geklappt. Ja, ne, hat ja super geklappt, so, ne. Wobei Battlemania-Finale jetzt auch nicht unbedingt so eine schlechte Leistung ist, auch wenn ich im Finale, glaube ich, nicht so gut war. Aber ja, rückwirkend betrachtet war es auf jeden Fall ein Fehler. Aber ich hätte auch zum damaligen Zeitpunkt, weil damals hat ja 4Seven dieses krasse Noir-Battle noch gar nicht gehabt. Das war zu dem Zeitpunkt schon auch für den sehr krasser Leistungssprung gewesen. Also bis dahin auf jeden Fall so mit Abstand seine Bestleistung, die er gegen mich abgerufen hat. Und ich glaube auch, wenn ich mich da die letzten 5, 6 Tage nur auf das BMCL konzentriert hätte, muss ich fairerweise sagen, dass ich wahrscheinlich nicht so deutlich, aber wahrscheinlich trotzdem verloren hätte. Wahrscheinlich. Aber es sind ja auch nicht alle deine Moves so aufgegangen, die du dafür das BMCL ausgedacht hattest. Da war zum einen das, wo du mit den Freunden reden wolltest, wo es auf einmal so eskaliert ist. Auch ich weiß ja aus privaten Gesprächen, dass dein Mindset mittlerweile ein anderes ist. Aber da waren auf jeden Fall auch Lines drin, die sehr racist waren, oder? Ja, du reaktivierst da alte Traumata in mir. Nein. Ja, schon. Ich muss halt sagen, mit den Moves, die halt nicht geklappt haben, ich hätte es halt einfach besser koordinieren sollen. Im Sinne von, ich hatte halt so einen Move, da weiß ich noch, dass ich hinter ihnen gehen wollte und zwar quasi zwischen ihm und seinen Freunden stehen wollte und dann denen was ins Gesicht rappen wollte. Und ich hätte halt einfach so in dem Moment kurz pausieren müssen, gedanklich, logisch denken müssen und abchecken müssen, okay, da ist einfach nicht genug Abstand, ich komme jetzt nicht durch, ohne mich irgendwie zu drängeln, die stehen sehr nah bei ihm, dann stelle ich mich lieber einfach hier hin und rap das halt so, bevor halt so dieser komische Moment entsteht. Zu diesen ganzen Racist-Geschichten muss ich dann halt auch sagen, ich habe ja das Wort Drecksau damals benutzt. So. Wir piepsen das auch jetzt. Oh, ja, okay, gut, deswegen. Sorry dafür an den Schnitt. Kurze Werbeunterbrechung. Die folgende Antwort wird Ihnen präsentiert von Canlife Hafti. Lecker, okay, sorry. Also, wir fangen wieder von neuem an. Also, diese Racist Bars, die würdest du aus meiner Sicht, weil ich dich ja jetzt privat kenne, nicht wieder so bringen. Du hast damals was gesagt, kannst es jetzt verpiepst gerne nochmal sagen. Also, du hast das Drecks benutzt und alles, was hinter Drecks kommt und dann mitten eine Ätchene trifft, ist halt einfach auch im Battle Rap Kosmos meiner Meinung nach nicht erlaubt. Du hast es damals gemacht, warum? So, und da muss ich sagen, es ist auch keine Entschuldigung, weil es trotzdem
rassistisch ist, auch wenn man es so auffasst, wie ich es damals so für mich definiert habe. Ich, weil ich es halt einfach logisch hergeleitet habe, ich sage ja jetzt nicht irgendwie in meinem Alltag, Privatleben, damals ja auch nicht Drecks, irgendwas, dass wenn ich zum Beispiel sage, Drecks, dass ich nicht sage, du bist dreckig, du bist scheiße, weil du dieser Ethnie angehörst, sondern im Sinne von, du bist ein scheiß Individuum dieser Ethnie, quasi so eine Schande für dein Volk, mehr oder weniger. Ich habe es für mich so definiert, weil ich zum Beispiel was von Farid Bang und anderen Rappern kannte, dass die jetzt irgendwie sagen, nur Drecks, irgendwie so, und weil es für mich auch sonst keinen Sinn ergeben hat und ich erst im Nachhinein das eigentlich so von Leuten gehört habe, dass eigentlich die Mehrheit der Menschen das so konnotiert, dass ich dann sage, ah, Drecks, also quasi du bist dreckig, weil du jetzt so dieser Ethnie oder dieser Minderheit oder was auch immer angehörst. So. Deswegen, also einerseits hatte ich so nicht wirklich so ein Gefühl für dieses Wort und auf der anderen Seite war ich damals noch eher der Auffassung, weil damals fing es ja erst so an, so dass die ersten Rapper so ein bisschen politisch korrekt wurden und so moralapostelmäßig so gesagt haben, ah, das und das darfst du nicht sagen, dass ich das schon so für mich als Einschnitt so in die künstlerische Freiheit gesehen habe und dann irgendwie so ein bisschen provokanter sein wollte, dagegen vorgehen wollte, so, aber jetzt auch immer, also ne, auch damals der Meinung war, dass wenn ich etwas auf der Bühne zu jemandem sage und es für diese Person cool ist und er im Nachhinein jetzt nicht sowas sagt wie, ey, aber das war jetzt übertrieben und so, dass es halt eigentlich auch okay ist, weil es ja klar ist, ich gebe ihm die Hand, ich beleidige ihn, er beleidigt mich zurück und egal was gesagt wird, ich meine, guck mal, man beleidigt so die Familie, man beleidigt, was weiß ich, die Freundin, die Geliebte, die Frau, die Kinder von einem so, dann dachte ich mir, okay, dann geht sowas auch für zu. Und dass erst so später auch so dieses Mindset und dieser Gedanke bei mir kam, dass ich mir dachte, okay, aber es gibt ja Leute, die zuschauen, die ja auch irgendwie bei gewissen Sachen getriggert werden. Weswegen ich jetzt auch sage, man darf solche Sachen bringen, meiner Meinung nach, so im Battle Rap, aber man muss dann halt schon mit der fairen Konsequenz leben, dass man A, in den nächsten Battles damit aufgezogen wird, B, dass die Crowd das bestraft mit Buhen oder halt nicht feiern und C, wenn es jetzt sowas ist, was so komplett über die Stränge schlägt, dass dann vielleicht gewisse Veranstalter nichts mehr mit einem zu tun haben wollen. Weißt du noch, wie die Reaktion des Veranstalters damals war nach dem Fossavin-Battle und deiner Line? Kam da jemand zu dir, Tiesto zum Beispiel? Ich bin ehrlich, nicht, dass ich wüsste. Tatsächlich kam dann erstmal vom Veranstalter und so nichts. Und das war echt ein Reflexionsprozess, der... Also du hast mit mir danach drüber geredet, aber ich glaube, damals warst du auch nicht so krass etablierter Teil des Teams, ja, wie du es heute bist. Das waren dann halt eher Leute aus meinem privaten Umfeld, die mich dann so drauf angesprochen haben. Und das war dann eher so ein Reflexionsprozess. Aber ich glaube tatsächlich, vom Veranstalter kam damals nichts. Aber vielleicht irre ich mich auch, ist schon länger her. Okay, aber du hast ja auch selbst gemerkt, dass es dann gepiepst wurde im BMCL, im Video. Wurde es das? Meiner Meinung nach, ja. Ich glaube tatsächlich nicht. Aber okay, schaut auf den Rapper Mittwoch-Kanal und schaut BMCL nochmal vor 7 gegen Triple Beat. Werden wir dann sehen. Was auf jeden Fall sehr seltsam war und was auf jeden Fall zu einer Diskussion geführt hatte, weil in Heidelberg an demselben Wochenende hast du auch irgendwie noch eine Line gegen Diltini gebracht. Und dann bringst du einen Tag später diese Racist-Line. Und eine Woche später schreibst du in den Diltili-Form und entschuldigst dich für die Diltili-Line. Das war auf jeden Fall ein ganz seltsamer Move, wo ich auch mehrfach drauf angesprochen worden bin. Er macht so eine Diltili-Line, für die entschuldigt er sich, aber für die Racist-Line entschuldigt er sich nicht. Ja, weil da halt einfach der Reflexionsprozess hinter dieser Racist-Line noch nicht war und dieses irgendwie, ich
brauchte einen Freestyle-Reim auf Triple Beat und da ist mir halt irgendwie Diddy eingefallen und dann wollte ich das mit einer Punchline verbinden. Da meinte ich irgendwie von wegen, ja, du bist so scheiße, geh doch zu Diddy und so. Und das dann aber wirklich eine Sache war, wo ich selbst in dem Moment mir so gedacht habe, okay, ich stehe eigentlich nicht hinter der Aussage, das ist jetzt so rausgerutscht, deswegen wollte ich das so klarstellen. So. Was dann auch, wo ich halt auch finde, so der Move wurde dann auch bisschen zu weird aufgefasst, weil ich mir so denke, ey, so ich wollte nur kurz was klarstellen wegen einer Line und auf einmal heißt es von der einen Seite, ey, du bist so unmännlich, du entschuldigst dich für eine Line und von der anderen Seite dann irgendwie so, ah, aber warum entschuldigst du dich nicht auch noch dafür? Und ich so, ey, Leute, nimm doch einfach die Aussage, wie sie ist. So, also ich habe mich da schon ein bisschen sehr missverstanden gefühlt. Würdest du das aus heutiger Sicht immer noch dich missverstanden fühlen? Du meinst es wegen der Racist-Line oder wegen? Ja, nee, dass man nicht versteht, warum du dich für eine Diddy-Line entschuldigst, aber für die Racist-Line nicht. Ja, jetzt wo du es natürlich so aussprichst und die beiden Situationen so nebeneinander stellst so, und das ja wirklich am nächsten Tag passiert ist, ergibt es dann halt schon irgendwo Sinn, dass man so fragt, ey, aber was eigentlich damit so? Also ich kann es auch irgendwo verstehen, nur wie schon gesagt, ich glaube so dieses Ding, wenn man das jetzt auch einfach im Vakuum betrachtet, diese Entschuldigung an Diddy wurde dann irgendwie sehr komisch irgendwie aufgefasst von einigen Leuten. Ja, wobei das Diddy-Forum zu diesem Zeitpunkt auch echt einfach sehr anstrengend war, glaube ich, zu lesen, weil da sehr viel geschrieben wurde, sehr viel Kommentare, alles auf die Goldwaage. Und naja, whatever. Wir benutzen ja fast alle kein Facebook mehr, deswegen ist das auch Schnee von gestern. Was auf jeden Fall auch noch lange dir nachgehalten ist und nicht unbedingt Schnee von gestern so schnell war, war dann das BOH, das du mit Mr. White gemacht hast, gegen Ilhan und Fatima. Mhm. Was ja von euch beiden eigentlich eine solide Leistung war. War auf jeden Fall eine Steigerung zum BMCL von den Punches her. Aber auch da seid ihr beide wieder sehr über die Stränge geschlagen. Und es hieß, glaube ich, es war im Fixing-Chat eine Abmachung, dass Fatima irgendwie keine Vergewaltigungslines haben wollte und ihr das dann irgendwie trotzdem gemacht habt. Ist da meine Information richtig? Ich war zu diesem Zeitpunkt noch kein Battle Scout und war nicht im Fixing-Chat. Ja, wobei, da ist auch so für das Verständnis der kompletten Situation, man halt wissen sollte, der Fixing-Chat ist ja normalerweise ein Chat zwischen Veranstaltern und MCs, wo kurz abgeklärt wird, okay, Rundenlänge, die und die Grenze, fertig. Und ich weiß noch, dass damals so eine sehr, sehr lange Diskussion entstanden ist, die ich auch nicht ganz verfolgt habe in diesem ganzen Gruppenchat, wo es dann seitens des Veranstalters, ich glaube damals war To Be Nice, der Battle Scout, erstmal so hieß, ey, wegen diesem Vorfall beim BMCL vorher bei mir, so ey, du kannst rassistische Lines bringen und Jokes und Klischees bedienen, aber sag bitte nicht sowas wie du Dreckiger oder sowas. Wo ich dann auch erstmal geschrieben habe, okay, alles klar. Ist dann aber seitens des Teams Ilhan Fatima irgendwie zu einer sehr langen Diskussion kam, so von wegen so, ja ey, aber das will ich auch nicht und das will ich auch nicht und so und ich das halt erstmal gar nicht gelesen habe. Und dann haben wir uns mit Mr. White getroffen und so die Lines gezeigt, da muss ich auch ihnen Schutz nehmen tatsächlich, weil die meisten Sachen, die dann so ein bisschen über die Schränke gezogen sind, tatsächlich ja, aus meiner Feder stammten, so die anderen so diese politischen Engels und mit, ah, du bist so lange bei den Linken aktiv und genau seit dem Zeitpunkt hat sich die AfD gesteigert und so, also so diese bisschen durchdachteren Sachen auch von ihm kamen. Er und ich dann relativ viele Lines geschrieben habe, die halt so über die Stränge geschlagen sind und er dann so meinte, ey, aber die haben doch das und das im Fixing-Chat geschrieben. Und ich gucke mir das so an und ich sehe am Ende so 10 Punkte von wegen so, ey, das nicht erwähnen, das nicht erwähnen, das nicht erwähnen, das nicht erwähnen. Und ich mir dann so dachte, okay, ganz im Ernst, das kann man jetzt nicht mehr ernst nehmen und dann erst recht so über die Stränge geschlagen bin. Genau, und wobei man sagen muss, klar, dieser eine Engel war dann schon uncool, safe, im Kontext der Absprache davor. Aber es gab ja einmal im zweiten Part, glaube ich, so einen Konter, wo ich dann selber so 8 Zeilen gerappt habe und wo es vor allem viel so um Herkunft und so geht. Wo ich mir auch vorm Battle gesagt habe, ich werde diese Lines nicht bringen, außer als Konter, wenn von deren Seite aus irgendwie was kommt.
Und tatsächlich hatten die dann irgendwie so einen Engel gebracht mit, ah, ihr seid die weißesten Kanaken oder irgendwie die deutschesten Kanaken, die es gibt. Und ich mir dann so dachte, okay, also die hätten auch nur irgendein Wort sagen müssen eigentlich und ich hätte diesen Konter gebracht, so, aber jetzt, wo die diesen Engel schon präsentieren, bringe ich das zurück. Und ich weiß noch, was damals auch ein Faktor war, weswegen ich auch Mr. White so ein bisschen davon überzeugen konnte, dass wir halt auch diese Lines, die halt gegen die Vereinbarung waren, genommen haben, ist, weil Fatima hatte ja davor keine Battles, so, aber weil viele Sachen, wo gesagt wurde, das und das sollt ihr nicht bringen, halt Ilhan auch in seinen Battles davor gebracht hat, irgendwie, dass der dann irgendwie beim Tour und Two davor meinte, ich komme rein mit einem doppelten Hitlergruß und wir es dann schon so fanden, von wegen, ey Bro, so, du sagst uns so, wir sollen jetzt nichts über deine Herkunft sagen und nichts Rassistisches und bringst selber sowas so. Und wir das dann auch eigentlich irgendwo aus Trotz gemacht haben. Ja, Trotz scheint ein bekanntes Stilmittel von dir zu sein und ein beliebtes Stilmittel damals gewesen sein. Es gab darauf auch eine andere, ich weiß nicht, ob es eine trotzige Reaktion war, auf jeden Fall eine Reaktion, und zwar von Anna, weil die hat das, glaube ich, so sehr getriggert, dass sie auch Lines geschrieben hat gegen dich, obwohl sie ja gar kein Battle-MC ist und Battle-Rapperin. Liebe Grüße gehen raus, HDGDL Anna. Und die sie dann im Cynic-Stream vorgelesen hat. Was hast du da gedacht und was ging da in dir vor? Ey, also ganz im Ernst, so als ich das so frisch mitbekommen habe und das so frisch gesehen habe, dachte ich mir so, ich war schon perplex, weil ich mir so dachte, guck mal, es gibt zig Leute, die noch viel kontroverser und viel böseren Stuff gemacht haben und so mit, ja, mit deinen Babys und Embryos, die ich auf die Heizung lege und so Sachen, wo ich persönlich dachte, okay, das ist eine viel höhere Schmerzgrenze. Und ich mir dann schon so dachte, okay, so warum ich jetzt so quasi wieder, warum bin ich jetzt auf einmal so derjenige, obwohl es, ne, Leute gibt, Finch, Jarambo, Indostan und so, wo du viel mehr Sachen hast, worauf du dich theoretisch aufhängen könntest. Und ja, ich habe dann aber tatsächlich von einem gemeinsamen Bekannten mitbekommen, dass sie wohl eine gute Freundin von Fatima ist oder die sich halt aus der Poetry-Slam-Szene oder so kennen. Und dann habe ich halt eher verstanden, warum sie das irgendwie so emotional wahrscheinlich ein bisschen mehr mitgenommen hat. Vielleicht gibt es da auch andere Gründe. Auf der anderen Seite, klar, ich habe ja auch gegen 4-7 sehr viel asiatenfeindlichen Stuff gebracht. Ist ja eigentlich auch ein Thema, was in der allgemeinen Gesellschaft vielleicht ein bisschen zu wenig Beachtung findet, so, und ja, ich das jetzt im Endeffekt emotional nachvollziehen kann. Was dann aber trotzdem irgendwie dumm ist von ihrer Seite, finde ich, weil so, Bro, du interviewst halt jeden Schwanz so und ja, aber, ne, und kannst mir dann nicht einmal kurz so schreiben von wegen, ey, das und das finde ich uncool und kritisierst mich dann, dass ich dann irgendwie so, ja, so racist Lines oder so Rape Lines bringe und nennst mich dann Hurensohn, obwohl das jetzt kein Battle ist. Also es hat mich in dem Moment schon irgendwie abgefuckt, so, aber wie schon gesagt, mit der Hintergrundinfo, dass die und Fatima ja close sind, so, kann ich dann irgendwo auch emotional nachvollziehen, so, und da ist jetzt irgendwie kein böses Blut zwischen mir und Anna, also meinerseits zumindest, deswegen so Peace and Love und dir nur das Beste. Sehr schön. Also ich habe ja auch schon einen Top-Tier-Talkover mit ihr geführt und habe sie natürlich auch darauf angesprochen. Und sie meinte halt auch so, ey, Triple, es tut mir leid so. Und sie wäre halt natürlich auch gern zu einem Gespräch bereit. So, dann müsstet ihr euch halt einfach mal auf dem Event sehen. Schön, dass ich mit euch beiden auf jeden Fall schon gesprochen habe über diese Thematik. Vielleicht blenden wir das, was Anna gesagt hat, auch genau jetzt einmal ein. Und dann kannst du dir das angucken. Und ja. Kurz vielleicht auch, Triple Beat, wenn du das siehst, I'm sorry, ich habe tatsächlich, also mich wundert es, dass er noch nie auf mich zugekommen ist, weil ich wäre an seiner Stelle stinksauer. Ich kann mir auch vorstellen, dass er stinksauer ist, aber er hat es mich zumindest noch nicht spüren lassen. Genau, also wie schon gesagt, auch von meiner Seite jetzt auch kein böses Blut oder so. Ich fand es in dem Moment natürlich schon weird und komisch, vor allem so in der Form so, aber im Endeffekt, ey, so, ne, soll jeder sein Ding machen, ne, und ne, ich wünsche dir nur viel Liebe und Gesundheit und bleibt alle lieb zueinander und auch zu mir. Genau, seid lieb zueinander, außer im Battle. Genau. Das BOH von euch beiden war ja dann auch in der letzten Rapper-Mittwoch-Show überhaupt, ne? Ja, safe, safe.
5.5.2018, glaube ich, war das. Kann das 2018 gewesen sein? Jahreszahlen kann ich nicht. Okay. Naja, auf jeden Fall kamst du ja dann auch wieder zu Top Tier Takeover. Da war dann auch erstmal Freestyle Mania. Da bist du dann aber auch nochmal in der Vorrunde irgendwann rausgeflogen gegen Aladdin einmal in Berlin, in der letzten Show vor Rapper Mittwoch. Und in Leipzig bist du auch relativ früh nochmal rausgeflogen, ne? In dieser großen 16-Mann-Teilnahme, wo das Finale Fesers gegen Chrom war. Stimmt, stimmt. Das war eine krasse Show. Genau, dazwischen gab es ja eine längere Phase, wo ich, glaube ich, nicht mehr mitgemacht habe bei TTT, mich so ein bisschen, muss ich sagen, bewusst zurückgezogen habe. Kurz zur letzten Show, ich fand das eigentlich ganz cool, weil wir mit Mr. White das 2-on-2 hatten, Jolle die Show gewonnen hat und Goyner das letzte BMCL gewonnen hat. Und wir alle vier haben ja unsere Battle-Rap-Anfänge, also Live-Battle-Rap-Anfänge, bei der brennenden Tonne gemacht in Köln. Wir kalten uns halt alle davor und dann war es schon irgendwie so ein cooler gemeinsamer Abend, wo wir ja halt das erste 2-on-2-BOH, ich glaube, bis dahin war es auch das mit den meisten Klicks, wenn ich mich nicht recht entsinne. Also danach gab es safe auch welche, die viel mehr hatten. Aber ja, dass wir halt quasi alle irgendwie erhobenen Hauptes von dieser letzten Show so zurückkehren konnten nach Köln zusammen, das war schon ein ziemlich cooler Moment. Vor allem habe ich mich dann aber auch gefreut, so, weil ich fand LBB eh cool und den im BMCL zu sehen und mit Goyner halt auch einen sehr guten Kumpel zu haben, der wirklich so gut rasiert hat und ab da auch wirklich so die Anerkennung, glaube ich, in der Szene genießen konnte, die er auch verdient hat. Ja, safe. Du, Goyner und Native wart ja sowieso so ein Trio, das dann zu jeder Show gefahren ist. Aber du meinst ja, dann hattest du dich zurückgezogen, dann warst du wieder bei TTT, dann kam Corona und nach der Corona-Pause kamst du wieder und hast alle überrascht. War es für dich selbst auch eine Überraschung, wie du dann nach der Corona-Pause kamst? Teils ja, teils nein. Ich muss sagen, was mir sehr krass weitergeholfen hat, ist halt, dass ich in dieser ersten Show nach der Corona-Pause einfach eine andere Herangehensweise hatte ans vor allem Schreiben von der Capella-Part. Es war auch sehr cool und sehr passend, finde ich, dass dann auch dieser Modus so war, dass du in jeder Runde A Cappella hattest, in jeder Runde auch freestylen konntest und halt auch die Textrunde hattest. Und einerseits war es halt nice, weil ich mich wohler gefühlt habe auf der Bühne. Es war auch vorher schon so, dass ich es auf der Bühne genossen habe, aber das Level an Nervosität war halt früher sehr hoch und dieser Druck, den ich mir selbst gemacht habe, das war halt alles sehr verkrampft, auch in der Art, ne, wie das konnte man halt auch so an meinem Gesicht sehen. So. Und dass ich halt schon irgendwie, auch wenn ich jetzt auch immer noch nicht der Überperformer bin oder so, irgendwie so eine gewisse Ruhe und so eine so ein Genuss halt einfach habe, währenddessen so auf der Bühne zu sein und das Level an Nervosität noch in so einem minimalen Rahmen ist, das mich schon dann irgendwie so ein bisschen pusht vom Adrenalin her, aber dass ich mich davon nicht auffressen lasse von diesem Gefühl. Und weil ich halt beim Schreiben irgendwie nochmal einen anderen Ansatz hatte, weil ich, wenn ich ganz ehrlich bin, schon vorher ein bisschen geschaut habe drauf, okay, was kommt bei anderen gut an, was für eine Struktur, wie konstruiert man eine Punchline so wie, ne, ein Jizzy, wie macht das jetzt ein Cynic und irgendwie so versucht habe aus allem so ein bisschen was rauszupicken, aber Maschinen haben ja keinen Charakter. Und ich dann das erste Mal so nach Corona mir so gedacht habe, ey, ich schreibe mal einfach das, worauf ich Bock habe, was nur ich so in meinem Kopf in dem Moment lustig finde, zeigt das vorher auch keinem anderen und schau dann einfach, wie es sein wird und guck da einfach, wie es ist. Und tatsächlich ist es halt so viel befreiter. Ich hätte auch kein Problem damit, wenn zum Beispiel diese eine A Cappella-Runde, die ich gegen Belial hatte, wo ich dann erstmal so sage von wegen, ey, Leute, ne, ich weiß, es ist ein Battle-Rap-Event, aber ich gehe gerade durch eine schwierige Phase durch, meine Ex hat Schluss gemacht. Ja, ich sag hier kurz was, Belials Mutter, so, dass auch dieser Moment hätte komplett in die Hose gehen können, aber ich lieber halt so verkackt hätte, sag ich mal, als wie wenn ich mir jetzt wieder irgendwas hinkonstruiert habe, wo ich mir dachte, okay, die Leute könnten das eventuell feiern und es dann irgendwie zum Jubler kam. Noch geiler ist natürlich, wenn dann so eine Sache aufgeht,
das Publikum das annimmt und sich darüber freut und es lustig findet. Und ja, das hat sich eigentlich größtenteils geändert. Und was ich auch sagen musste, die Erfahrung, die ich jetzt in Berlin gemacht habe, weil ich bin ja quasi Ende 2019, wie schon gesagt, kurz vor der Corona-Pandemie hergezogen, und es gab dann ja immer wieder so diese kurzen Pausen, wo dann wieder was ging, wo ein paar Monate ja, die Clubs wieder offen waren, man wieder so Freestyle-Sessions hatte, und hier hast du ja pro Woche gefühlt 5, 6 verschiedene Cyphers, auf die du gehen kannst, dass ich mir da so eine gewisse Routine und so eine gewisse Routine antrainieren und eine gewisse Nervosität auf der Bühne abtrainieren konnte. Und auf der anderen Seite hatte ich Shoutout auch an Klaus und an Flake auch, genau, beziehungsweise Felix Smart. Felix Smart, weil ich mit beiden jeweils so ein paar Sessions hatte, also mit Felix Smart auch ein paar mehr, wo wir uns einfach an die Warschauer Straße gechillt haben oder in der S-Bahn mit einer Box und dann halt einfach so ein bisschen gerappt haben, nebenbei auch ein bisschen Geld eingesammelt haben. Und ich sagen muss, dass das dann für mich persönlich nochmal eine größere Überwindung war, weil egal vor wie vielen Leuten du da auf der Rammbühne stehst, du stehst ja vor einem Publikum, was ja Geld bezahlt hat, um diese Show, um dich, um andere MCs so gegeneinander battlen zu sehen. Und es nochmal eine ganz andere Situation ist, wenn du quasi, vor allem wenn es jetzt so Rap-Musik ist, was jetzt nicht unbedingt jeder feiert, genau, wenn du das halt so auf der Straße vor Leuten performst, die jetzt so eigentlich nur nach Hause gehen wollten oder einkaufen und so, und die dann auf einmal stehen bleiben und sich so denken, was macht der Junge denn da? Also das ist dann tatsächlich die größere Drucksituation, und das hat mich dann so ein bisschen erleichtert quasi, was so mein Bühnenauftreten angeht. Das hat man ja dann auf jeden Fall gemerkt, und in Köln hat es ja dann auch endlich komplett geklappt und du wurdest Battlemania Champ. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal, und ich hoffe auch, dass wir das Match gegen Tommy Too Late irgendwann nachholen können in der nächsten Saison. Aber du hast ja dann auch jetzt nochmal bei Diltini in Tour und Tour mit Josef Steinschleuder gemacht, und da gab es ja schon wieder einen kleinen Skandal, weil ohne Skandale kannst du scheinbar nicht leben. War das auch eine Trotzreaktion, oder warum die dritte Runde von Cassius Clay gebeitet? Tja, meine ganze Karriere ist eine Trotzreaktion. Nein, guck mal, es ist eigentlich uncool, wen in die Pfanne zu hauen, aber ich sage ja auch kurz, bevor das kommt, so, ey, ich möchte mich hiermit öffentlich von dem distanzieren, was jetzt kommt. Das war tatsächlich die Idee von Steini, weil, und das muss ich auch so ehrlich zugeben, von uns beiden irgendwie die Ideen ausgingen, nicht in dem Sinne, dass wir keine Punchlines mehr hatten, sondern weil wir uns, du hast ja das Battle auch gesehen, so, weil unser Ziel es eigentlich war, mit allem, was wir machen, mit jeglichen Paradigmen zu brechen, mit jeglichen Sachen, die man von Battle Rap gewohnt ist, und quasi nur auf der Bühne solche Sachen zu machen, die es halt irgendwie so nicht gab und die irgendwie was Neues und Innovatives sind. Tatsächlich war es dann so, dass ich dann so zu Steini gemeint habe, so von wegen, ja komm, lass mich jetzt den Rest der dritten Runde noch machen, mir fällt bestimmt was ein, da kamen so ein paar Ideen, so, dann kamen so ein paar Lines, auch diese Performance-Line mit diesem, jetzt ritzt ihr euch so oft den Arm, dass man denkt, ihr spielt Geige oder so, und dann irgendwie so ein paar Sachen, und irgendwie kam dann aber nichts zustande, was so rundenfüllend ist, und irgendwann kam er dann irgendwie so mit der Idee, beziehungsweise ich kam mit der Idee, einen Fake-Real-Talk-Part vielleicht zu machen, und der dann so, aber was, wenn wir so diesen einen Fake-Real-Talk-Part, was war das nochmal, vielleicht so übernehmen, so. Und ich fand die Idee erstmal weird, aber tatsächlich fand ich es dann im Endeffekt trotzdem lustig, einfach aus dem Gedanken heraus, also, ne, Steini, Bro, so sorry jetzt dafür, ne, aber ich stehe trotzdem jetzt auch dahinter, so, und ich fand es im Endeffekt auch cool, weil diese Idee einfach, finde ich, lustig ist, nicht nur einen Real Talk Part komplett zu erfinden, so komplett aus der Luft zu greifen, sondern einen anderen Real Talk Part zu nehmen, der nicht mal stimmt, der ja auch komplett aus der Luft gegriffen ist, dann auch noch so zu performen, als würde man es ernst meinen, und das dann so zu übernehmen, weil es halt auch irgendwie so eine Sache ist, die
zum Glück jetzt sonst eigentlich keiner macht und jetzt nicht unbedingt an der Tagesordnung stehen sollte, aber in dem Sinne dann halt auch irgendwo einmalig ist. Vielleicht nicht genial, aber einmalig. Völlig anderer Meinung. Aber du kannst doch wohl verstehen, dass Cassius Clay dadurch abgefuckt ist. Also, oder getriggert ist so. Also, du kannst doch nicht jemandem, der sich selbst Arbeit gemacht hat, du weißt, wie viel Arbeit dein erstes PMCL war, du weißt, wie viel Arbeit es ist, Texte zu schreiben, und du kannst doch nicht einfach die Lorbeeren von jemand anderem einheimsen für dich und dann als deine eigenen verkaufen. Also, was heißt einheimsen? Wir haben ja direkt im Interview danach auch zugegeben, aber... Aber live vor Ort weiß es keiner. Mhm. Beziehungsweise, wenn man nicht ein absoluter Bad-Rap-Nerd ist, hat man das auch nicht rausgehört. Mhm. Und wie viele Leute gucken das Battle und wie viele Leute gucken das Interview? Ja, Punkt, gebe ich dir. Aber, falls du dich erinnern kannst, wir haben uns schon im Vorhinein Gedanken gemacht, vielleicht würde sich Cassius dadurch getriggert fühlen. Und haben das auch quasi jetzt nicht direkt mit ihm abgesprochen, aber das war ja, glaube ich, sogar durch dich, dass wir dich gefragt haben und du ihn gefragt hast und er so weiter, von wegen, ey, macht, was ihr wollt. Und genau. Und ihr habt dann aber mir nicht gesagt, jo, wir benutzen die dritte Runde von Cassius Clay komplett, frag ihn mal, ob wir das dürfen. Ja, einen zweiten Part der dritten Runde. Aber ja, auf jeden Fall, wie schon gesagt, haben wir es ja vorher im Vorhinein mit ihm abgeklärt. Und ich muss auch sagen, also ja, safe, es ist irgendwo ein Skandal, es ist irgendwo auch unfair und eine Wettbewerbsverzerrung, ja. Aber man muss auch sagen, es ist halt schade, weil ich weiß, ich war, glaube ich, damals live vor Ort und ich dachte mir auch da, ey, das sind voll die guten Punchlines, aber Cassius war an dem Tag auch, glaube ich, nicht so gut drauf. Es ist jetzt keine Rechtfertigung, es ist nur als Beiinfo, ne? Und hat halt vieles so ein bisschen verstumbled, verchoked, und es waren viele geile Punchlines, die aber komplett keiner gefeiert hat, weil er halt eine halbe Line davor irgendwie eine Line neu angefangen hat oder nur sich ein bisschen verstottert hat. Und es ist dann im Endeffekt irgendwo vielleicht auch cool zu sehen, ah, okay, das ist eigentlich das Potenzial dieser Runde gewesen, weil bei uns ist die ja relativ gut angekommen, so, aber wie schon gesagt, willst du jetzt sagen, Cassius hatte zwar das Potenzial, aber ihr habt das Potenzial besser ausgenutzt? Nicht im Generellen, ich meine nur in Bezug auf diese Runde, in Bezug auf diesen Text, haben wir quasi so der Battle-Rap-Landschaft so offenbart, das ist eigentlich das Potenzial aus diesen Lines gewesen. Ich glaube im Nachhinein. Also sollte Cassius euch dankbar sein? Ja. Findest du es nicht absolut respektlos der Kunst gegenüber? Ja. Warum hast du es dann gemacht? Weil ich und wir es in dem Moment halt einfach lustig fanden und aus dem erwähnten Grund, dass es halt trotzdem irgendwo ja eine einmalige Sache ist und ein Skandal nicht unbedingt positiv aufzufassen ist, aber wir haben es halt, wie schon gesagt, im Vorhinein mit ihm abgeklärt, wir haben es im Nachhinein direkt im Interview auch gesagt, wir haben jetzt nicht so gesagt, ja, wir haben schon irgendwie uns krasse Punchlines ausgedacht, so, ich, wenn mir jetzt heute jemand Props dafür geben würde, so von wegen, ey, krasse Runde da auch gewesen, so würde ich das ja auch so erklären und relativieren. Aber ja, wir wollten halt in diesem Battle wirklich so auf alle Regeln, sage ich mal, die es im Battle Rap, alle ungeschriebenen Regeln, die es halt gibt, scheißen. Und es ist uns, finde ich, auch ziemlich gut gelungen. Und wenn man jetzt diese eine Sache rauslässt und das Battle so an und für sich betrachtet, finde ich, ist es schon ein Ding, was man sich auch mehrmals geben kann. Also auf Regeln scheißen und trotz Reaktion, das ist Triple Beat. Ja, in zwei, drei Worten zusammengefasst. Krass. Dann wundert es dich immer noch, dass du solche negativen Kommentare abbekommen hast? Ey, im Nachhinein so, man kann auf jeden Fall drüber lachen. Das ist auf jeden Fall funny. Und in Bezug auf einzelne Sachen, so kann man mir natürlich da irgendwie einen Vorwurf machen. Aber ich finde das ja auch eigentlich das Coole an Battle Rap, dass also, dass du quasi in dem Moment, wo dir dieser Raum, diese Bühne gegeben wird, du jetzt sagen kannst, was du willst. Aber auf der anderen Seite, genauso alles, was du gesagt hast, du meinst ja auch vorher, dass wenn etwas im Battle Rap passiert, wenn etwas zum Insider wird, dauert es erstmal jahrelang, bis es vergessen wird, wenn überhaupt.
Und dass, wenn jemand irgendwie was bietet oder was kontrovers bringt, dass in allen Battles danach der Gegner das sich rauspicken kann und sagen kann, ah, du bist scheiße, deswegen, deswegen, deswegen. Also man kann sich quasi Fehltritte oder Skandale, Sachen, die über die Stränge ziehen, erlauben, aber gleichzeitig kann sich jeder andere erlauben, auch Jahre danach jemanden dafür fertig zu machen. Und auf der nächsten Ebene kann dann, wenn jemand nur so battelt, indem er sagt, ah, du hast hier und das falsch gemacht, dass er dann damit rechnen muss, dass früher oder später jemand sagt, ey, du bist langweilig, weil du sagst in jedem Battle nur, dass dein Gegner irgendwie moralisch so ein Arschloch ist und pickst dir dann irgendwelche Aussagen raus. Also es funktioniert ja von jeglicher Seite, es ist sehr pluralistisch, es ist sehr vielschichtig und man kann viele Sachen aus vielen Perspektiven anschauen und aus verschiedenen Ansichten debattieren und das ist eigentlich irgendwie cool. Battle Rap ist schon irgendwie so ein bisschen Debattierclub oder was. Ja, ich habe auf jeden Fall gerade Shots gegen Robsq gehört. Ach so. Nee, nicht. Also er macht zum Beispiel auch so, aber der hat ja auch viele andere Sachen, die er krass kann so und ist auf jeden Fall verdienter Title Contender gewesen. Schade natürlich, dass der im Endeffekt im Title Match dann seine irgendwo seinen Leistungstiefpunkt hatte, so, aber ich glaube, der kommt trotzdem sehr stark zurück und das ist auf jeden Fall, auch wenn es vielleicht einige Protagonisten in der Szene gibt, die das vielleicht nicht so sehen, auf jeden Fall eine Bereicherung, so jemanden wie Robsq so in der Szene zu haben. Wer wird nächster Titelcontender? Bei Diltly. Wer soll gegen Kato battlen? Kid Soldier, Hiding John, Toby High, Karanova. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Niles. Niles. Genau, genau. Ey, ich muss sagen, ich sag mal, der es aus meiner Sicht am ehesten verdient hätte, ist Craze. Aber der hat ja vor relativ kurzem gegen Kato schon gebattelt. Er steht ja auch nicht in der Abstimmung. Das waren ja nur die 5, die ich gerade gesagt habe. So, und von den 5, wer soll da ins Titelmatch? Ja, aber weil ich halt nur so erwähne, aber würde halt jetzt keinen Sinn ergeben, so kurz nach dem ersten Match von den beiden Rematch zu machen. Ich hätte sonst vielleicht noch gesagt, Mars B wäre einer, den ich gern gesehen hätte, aber der hat auch schon gegen Kato gebattelt. Deswegen wäre es, glaube ich, am logischsten, Karanova gegen Niles antreten zu lassen und dann den Sieger gegen Kato. Genau, also Hiding John ist auch jemand, den ich langfristig auch sehr gerne im Title Match sehen würde. Genau, der es eigentlich auch jetzt theoretisch machen könnte, aber ich glaube, es gab ja ein Ding zwischen Karanova und Hiding, was Karanova für sich entschieden hat und nach der Logik müsste es dann eher Karanova als Hiding sein. So. Aber Hiding John auf jeden Fall auch einer meiner Lieblings-Battle-MCs und ich glaube, so die nächsten Contender, die logisch wären eigentlich Wolf und Hiding John. Also es gibt ja jetzt momentan diese Abstimmung, entweder von den 5 Namen, die ich gerade genannt habe, und da siehst du dann entweder Niles oder Karanova. Genau, also die beiden sollten ein Contender-Match machen, das wäre das Fairste, das Logischste eigentlich. Aber die Community entscheidet diesmal, wer wird abstimmen. Also stimmt am 11. irgendwas bei DLTD ab. Wir werden sehen, wer dann im Dezember gegen Kato antritt und gegen wen Kato seinen Titel verteidigen muss. Was steht bei dir als nächstes im Battle Rap Kosmos an? Es gibt ja erstmal 2 Sachen bei Future of Battle Rap, die ich nachhole. Einmal, weil ein Event nicht stattgefunden hat und einmal, weil es bei mir aus privaten Gründen nicht ganz hingehauen hat, anwesend zu sein, und zwar einmal ein Battle gegen Fievel. Das wird jetzt Ende Mai stattfinden. Das wird quasi nach diesem Battlemania-RAM-Konzept laufen, dass wir einmal freestylen, einmal eine Onbeat-Runde haben, einmal A Cappella. Ich werde auch bei Future of Battle Rap gegen Joe Farrow antreten, in einem Onbeat-Battle. Und tatsächlich wäre dann das Ding bei mir, dass ich mich in Zukunft, also klar, wenn da mal irgendwie ein Freestyle-Turnier in der Nähe ist, nehme ich das auch sehr gerne mit. Aber dann eher auf On-Beat-Battle-Rap fokussieren möchte, als auf A-Cappella-Battle-Rap. So.
Und ja, genau, gegen Joe Farrow im August bei Future of Battle Rap. Und sonst gibt es dieses, ja, das King-Finale gegen Tommy Too Late, was dann im Herbst wahrscheinlich stattfinden wird bei euch. Und ja, das sind so die nächsten drei Sachen, die anstehen. Ja, genau. In der neuen Saison werden wir das nachholen. Bin ich auch sehr gespannt. 10.06. ist erstmal unser Saisonabschluss. Freue ich mich auch sehr. Bist auch jederzeit gerne eingeladen. Und ich freue mich auf jeden Fall, was noch so kommt von Triple, Triple Beat. Wie auch immer, welche Trotzreaktion als nächstes kommt. Das war Top Tier Talkover, Triple, Magda. Seid lieb zueinander.